Das ist ja echt wenig. Das ist ja echt wenig. Vielleicht könnte man hier mal. Also der Stuhl ist ja wirklich schön. Ja. Kannst du gar nicht so viel herstellen? Musst du auch gar nicht so viel herstellen? Der Tisch wäre cool. Haben wir mal hier so einen Tisch her. Da können wir auch gleich die Schralle herstellen. Eine Lehmvase. Okay. Haben wir Blumen oder sowas? Gar nichts. Geschnitzter Holztisch. Geschnitzte Holzbank. Okay. Geschnitzte Holzbank. Haben wir nur eine einzige da? Okay. Wasserfall wird schwierig werden. Nee, 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 nee. Okay, cool. Ich würde gerne hier diese Bank noch mal kaufen bei Dagobert. Gehen wir mal schnell zu Mr. Scrooge und kaufen noch eine. Schauen wir mal, was es bei Dagobert gibt zum Thema König der Löwen. Ich hab's verpasst, nein, zurück erst füttern. Ich bin hier der Aufpasser. Ich will nicht sagen der König. Da ist es. Und alle Bewohner sollen gut behandelt werden. Hier, Erdnüsschen. Erdnüsse. So, jetzt kann ich beruhigt da reingehen. So, jetzt gucken wir mal bei Mr. Scrooge. Hallo, Mr. Scrooge. Ich glaube, mit ihr habe ich heute noch nicht gesprochen. Doch, habe ich schon. Da haben wir noch ein paar Gespräche hier. Denn seine Texte sind extrem lang. So, jetzt gucken wir mal, was gibt es denn hier? Gucken wir mal. Wir gehen auf alles, auf Filter, König der Löwen, gehen zurück und gucken mal, was es gibt. Ist das Meer auch nicht viel? Also es ist erstaunlich wenig. Okay. Oh mein Gott, gar nichts gehört. Da nehme ich mal vielleicht noch drei. Das war's schon. Vielleicht noch was? Zwei Hocker habe ich da, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Also das erstaunt mich jetzt aber schon, dass es hier ziemlich wenig gibt. Was ist das hier? Das schaut ja furchtbar aus. Sechs Stück von den Lehmvasen. Das ist auch erstaunlich. Okay. Fünfmal hier. Ach so, das ist, wenn ich bei Dagobert bin, dann stehen die manchmal dort und dann kaufe ich die Rafiki-Schale. Darf man immer kaufen. Fünf Stück ist fast zu viel. Mal schauen, ob wir die loskriegen. Okay, das ist ein bisschen ernüchternd. Passt noch sonst irgendwas zu König der Löwen? Nee, nee. Joko-Doko? Encanto? Vielleicht bei Encanto. Wir können mal gucken. Ah, ja doch. Nein, eigentlich nicht. Wäschekorb passt jetzt nicht unbedingt zu. Passt jetzt nicht unbedingt zu König der Löwen. Was ist das denn? Kenne ich gar nicht. 720, warum ist das so billig? Okay. Das ist jetzt enttäuschend. Tschüss, danke, dass du da bist. Ja, muss ich auch mal bei Dagobert bedanken, der sich jeden Tag hier reinstellt. Eigentlich könnten wir ihn mal. Einen anderen Charakter geben. Meistens habe ich immer ein bisschen Probleme, wenn ich die Charaktere
andere Skins gebe, habe ich meistens immer das Problem, dass dann irgendwelche technischen Probleme auftreten. Und das, da kommen wir auch gleich mal zum anderen Punkt. Nämlich mal kurz hier speichern. 12 Stunden. Gehen wir mal in die Cloud rein. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier was finden. Es war jetzt ein bisschen enttäuschend, dass wir hier nichts gefunden haben. Außer die Bänke. Die Bänke würden mir schon gefallen. Man könnte ja hier vorne vielleicht auch eine Bank herstellen, die Leute hinsetzen können. Ich weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist. Nicht, dass man dann hängen bleibt. Weil das ist ja der Ort, wo man ja eigentlich runtergeht. Und vielleicht hier im Eingang, oder? Nee, hier so, nee. Nicht gut. Hier kann man eine her tun. Ja. Und dann kann man noch mal so einen kleinen Sitz her machen. Der ist eigentlich ganz schön. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, wo ist er? Das ist hier alles so unglaublich umständlich. Kann auch nicht schnell irgendwas machen, gar nichts. So, machen wir halt hier noch einen her. Das ist links, links. Und dann machen wir hier noch links einen Stuhl her. Ja, der Stein hier, da bin ich mir noch nicht so sicher, wo wir den hinstellen. Das ist nicht so groß. Ich habe gedacht, was ist das überhaupt? Skars Liegefels. Naja, sollte man jetzt nicht gerade bei den Zweien hin tun. Nalas Wasserfall ist leider zu groß. Eine entspannende Oase. Könnte man tatsächlich hier noch hermachen, ne? Ja, musst halt schauen, dass du schön integrierst. Als allererstes würde ich sagen, kann man so Blätter daher tun? Ja, so ein bisschen, weiß ich nicht. Jetzt machen wir mal erst einmal ein paar Büsche und Bäume her, wenn das überhaupt möglich ist. Die Büsche um Bäume, wo haben wir die? Keine Ahnung. Musst du da nicht einfach da nochmal einen Reiter hermachen? So, das müssen wir mal gucken. Was können wir denn da hermachen? Was passt? Wie groß ist der Baum? Oh mein Gott. Sollen wir so einen riesen Baum hermachen? Die Lichtverhältnisse hier drin sind irgendwie ganz komisch. Nee, keine Bäume. Nicht so einen großen Baum. Vielleicht so eine kleine Palme noch. Ja, Palmen kann man hier machen. Dann ist es hier ein bisschen. So, dann sitzt man da ein bisschen so im Schatten. Ich habe halt sozusagen den Strand bis hier raufgezogen. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Ich bin ja immer sehr vorsichtig, was Bäume angeht. Ja, so tropische Bäume haben wir hier relativ wenig, ne? Ja. Das stimmt. Und mal gucken, dass wir hier ein wenig eine schöne Atmosphäre reinbringen. Wir haben ja hier die Kiste. Die Kiste möchte ich, weiß ich nicht. Sollen wir da noch einen Baum herstellen? Ja, ein Baum wäre nicht schlecht. Kannst ja die Kiste mal hier bei der. Ah ja, genau, bei der Truhe kann man sie mal herstellen.
das passt eigentlich ganz gut. Oh, das ist aber ein schöner Baum. Ein kleiner. Sehr angenehm. Versuchen hier einfach ein bisschen Atmosphäre reinzukriegen. Ja. Wie üppig ist denn der Baum? Oh, der geht ja direkt. Den da herstellen. Es ist halt dann gleich sehr dunkel alles, ne? Es ist halt alles sehr dunkel dann danach. Schön, dass man dieser so herstellen kann. Das gefällt mir jetzt eigentlich wieder ganz gut. Nur mal gucken, dass wir so ein bisschen so ein Feeling reinkriegen. Vielleicht ein paar Büsche noch. Büsche. Na, wir mal gucken hier. Was ist ein Seerose? Okay, Seerosen kann man hier machen. Was haben wir denn noch? Hohe Rohrkolben. Ja, können wir machen. Orchideenbasis. Kann ich das hier reinmachen? Nein. Ach, das ist so Grünzeug. Oh, cool. Hm, Purpurtute. Kann man das innen rein? Ach, das gehört auch so her. Ja, okay, cool. Tropische Farben. Seerosen ist jetzt wieder mehr Wasser, oder? Ah ja. Tatsächlich, da kann man hier so Rohrkolben noch reinmachen. Dass es halt hier voll ist. Das ist, weil das Problem ist, wenn jetzt die neuen Biome kommen, werden wir hier so schnell nicht mehr herkommen. Weil wir dann, das verdoppelt sich ja. Das gesamte Map, die gesamte Umgebung verdoppelt sich ja mehr, wird mehr als verdoppelt, so muss man sagen. Und das bedeutet, bis wir das alles dann sozusagen hier erobert haben, erforscht haben, erkundet haben, das wird dauern. Und dann kommen wir hier viel seltener her. Das war ja ein sehr intimes, sehr intensives Spielen, was wir bisher hatten. Das wird in der Form dann auch nicht mehr passieren. Denn wir werden hier nicht mehr so schnell herkommen. Viel weniger wie früher. Na, nicht hinter die Kuschelis, nicht. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Gefällt mir das? Nein, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht hier. Wir hatten doch mal dieses Gras. Kannst du dich noch erinnern? Da gab es so eine Art Gras. Ich weiß aber nicht hier. Kann man das hierher machen? Nein, also das Schilf geht nicht. Ja, Schilf ist ja klar. Schilf ist Wasser. Schilf, 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 Schilf. Hm, wir hatten aber doch. Ja, ja, Schilf. Schilf ist, ist Wasser, ne? Ja. Ah, Strandgras hieß das. Genau, Strandgras. Damit hättest du hier... Kann man das hier herstellen? Tatsächlich, mit Strandgras kann man diese Lücken hier schließen. Damit habe ich auch das Teppichproblem dann gelöst. Adlerfarn schaut nichts. Wiesengras. Dass wir hier ein bisschen so Wiese hermachen, ne? Das schaut anders aus. Das schaut satter aus. Das Strandgras schaut schön aus. Das könnte man eigentlich auch hier so ein bisschen hermachen. Na, das macht ein bisschen was her. So, man kann da Gras der sonnigen Ebene. Das ist so gelb, ne? Ah. Ah, cool. Machen wir mal hier ein bisschen so Wiesengras her. Wir können es ja machen. Ich bin mal gespannt, ob die Baugrenze erhöht wird. Schön schaut das jetzt nicht aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht so der Brüller. Aber... Das... ist jetzt einfach mal nur ein Versuch. So, Ladies and Gentlemen, machen wir im nächsten Teil gleich weiter. Das ist jetzt einfach mal bloß ein bisschen ausprobieren. Ein bisschen mutig sein.
dass wir hier einfach mal ein bisschen was reinbringen. Bogenhanf. Im nächsten Teil geht's weiter. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Und dann schauen wir uns mal das Ergebnis dann im nächsten Teil an. Bis dann, euer Nils. Ciao. Wo ist Wolli? Wolli? Wo ist er denn? Das gefällt mir hier. Da ist er. Hat sich versteckt. Was ist denn das hier für ein Zeug? Was steht denn hier alles rum? Okay. So, Ladies and Gentlemen, bis dann, bis gleich, bis zur nächsten Folge. Wir bauen hier noch ein bisschen weiter. Na, das Gras schaut doch schon mal ganz gut aus hier. Muss ich ehrlich sagen. Okay, müssen wir schauen, dass wir noch ein bisschen Lebendigkeit reinbringen. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil, wenn wir hier Nalas und Simbas Haus weiter bauen. Bis dann, euer Nils. Tschüss!